Erstmal Frühstück am Flughafen in München. Ui, Trebia. Also wenn das mal nicht ein 10 von 10 Breakfast ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, mit Himbeer. Ja, 10 von 10. Heute geht's ins berühmt-berüchtigte Start Velodrom. Und ich habe echt selten Angst vor Stadionblocks, aber heute wird's definitiv nicht ohne, denn wir gehen auf Olympique Marseille vs. Paris Saint-Germain. Marseille ist, glaube ich, die 5. oder 6. kriminellste Stadt in ganz Europa. Und das ist eins der gefährlichsten, wenn nicht sogar das gefährlichste Spiel in Frankreich. Die Wahrscheinlichkeit, dass es keine Ausschreitungen geben wird, ist quasi bei null, Freunde. Das Polizeiaufgebot vom Spiel, vom Stadion, im Stadion ist extrem hoch. Wenn Neymar zum Beispiel eine Ecke ausführt, müssen mehrere Polizisten ihn beschützen mit Einsatzschildern. Die Ultras von Marseille sind weltberühmt, sowohl positiv als auch negativ. Also Freunde, wir müssen heute wirklich, wirklich auf uns aufpassen. Man kann da auch eigentlich nicht ohne Kontakte hin. Aber ich zeige euch jetzt mal die Crew, mit der ich unterwegs bin. Simon, mein Bodyguard fürs heutige Spiel. Du bist mein Bodyguard. Was geht ab, Bruder? Alles klar? Und Musti? A.K.A. der Friseur, der alle Fußballer schneidet, unter anderem auch Cristiano Ronaldo. Wem von Marseille schneidest du alles die Haare? Also geschnitten, Kolasinac und Paris. Ehemalige Schalter auch. Deswegen ist Simon auch dabei. Kolasinac hat uns übrigens korrekterweise auch die Tickets spendiert. Hat alles der Musti organisiert. Ohne ihn wäre der heutige Vlog, Leute, niemals möglich. Alleine wäre ich niemals, hätte ich nicht getraut, dahin zu gehen. Ich war noch nie dort. Ich bin so aufgeregt, ich sag's euch. Simon, zeig mal kurz dein Hintergrundbild. Ich hab's schon gespottet. Ja, Junge. Ich bin noch Supporter hier. Ah! Ja. Okay, aber ich habe gesehen, Simon war letztes erstmal im Camp Nou. Ja, Wiska Gamer Brother, hat's dir gefallen, ey, gell? Ja, ich war schon geil. Also, ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen kritisch so. Ich war im letzten Sommer nicht so geil, was ihr gemacht habt. Aber alles andere, ich habe ja schon, Barcelona ist halt kranker Verein, ne? Camp Nou, sag ich dir ehrlich, ist Top 3 Stadion der Welt, auf Ernst jetzt. Ja, 100%. Also, unfassbar. Wenn du da irgendwie 90.000 Leute siehst, direkt an der Trainerbank gesessen. Das war schon mal. Es geht los. Simon erklärt gerade die Tabellensituation in Frankreich. Können wir auch mal einblenden. Falls Marseille gewinnen sollte, sind es nur noch 2 Punkte Rückstand auf PSG. Also es ist wirklich auch ein sehr bedeutsames Ligue-A-Match. Außerdem hat Paris letztens auch in der Coupe de France verloren gegen Marseille und sind ausgeschieden. Also da ist ordentlich Druck auf den Kessel für die Pariser. Und die müssen gewinnen. Ich gebe dir einen Tipp, lauf dort nicht mit PSG-Trikot rum. Die Fans Marseille sind verrückt. Keine Sorge, Betty. Ich habe das nicht vor. Ich werde zwar Leo die Daumen drücken, aber niemals. Meine Damen und Herren, so sehen ausgeschlafene Gesichter aus. In München, by the way, schneit es sogar noch. Also ich habe auch nur 3 Stunden gepennt, aber ich bin auch viel zu hyped wegen dem Spiel. Der Grund, warum ich angefangen habe, Fußball zu lieben, Ronaldinho. Da geht mir das Herz auf, wenn ich das Edit sehe im aktuellen Barca-Trikot. Mein Sitznachbar hat mir einfach gerade erklärt, dass dort hinten das Stadion von oben zu sehen ist. Ja, da ist es. Oh mein Gott, krass. Ich hätte das gar nicht auf dem Schirm, dass Marseille direkt am Meer liegt. Das war oben immer noch schön. Also machst du 2 kleine Inseln und jetzt quasi an die Küste heran. Ich bin so lost, ich wusste es einfach nicht, dass Marseille komplett in Südfrankreich liegt. Das ist 1,5 Stunden nur von Monaco entfernt. Morgen nach dem Spiel werden wir wahrscheinlich sogar dorthin noch einen Ausflug machen, noch ein bisschen den Tag genießen. Seht ihr vielleicht bei Simon dann noch auf dem Kanal oder wo machen wir auf für deine Fußballshow? Nehmen wir da irgendwas auf, ne? Ja, Interview. Ah ja, genau. Wird nice, Leute. Ich freue mich mega. Wir sind gelandet, warten jetzt auf Koffer und dann geht's auf zum Hotel. Die ersten Meter an der frischen Luft in Marseille. Oh, was für ein Windstoß. Die Sonne scheint, aber es ist alles nicht kalt. 9 Grad. Wir wurden schleunigst darauf hingewiesen, keine Klamotten anzuziehen, die irgendwie teurer aussehen. Schmuck etc. auf gar keinen Fall. Irgendwie gar nicht irgendwie zur Angriffsfläche oder so werden. Ja, Simon mit seiner Ray-Ban-Brille. Ich habe jetzt schon Angst. Ey, ist 5 Euro von Helmut. Ja. Die sollen kein Auge machen. Ich habe Angst, dass die mir meinen Mund vorsetzen. Ey, das erinnert mich so ein bisschen an das Hollywood-Sign aus Los Angeles. Marseille, let's go. Allee. Was haben wir da? Die Ghettos oder was hier? Da ist Payet aufgewachsen. Oh, da ist sogar ein Spieler. Ist das, warte mal, wer ist das? War das Zidane? Nee, kann man nicht sein. Cantona. Wer ist denn das? Ah, geil. Man sieht doch so ein bisschen schon in den Hafen hier hinein. Oh, Freunde, nachher schön was snacken mit Meerblick. Wir checken jetzt hier im Hotel ein. Hier sieht es eigentlich bisher ganz normal aus. Typisch französische Architektur. Erstmal das Zimmer abchecken. Okay, da ist direkt mein Raum. Die 14. Für Thierry Henry steht das. Ah, oh, ist aber sehr gemütlich. Voll hell das Zimmer, ich mag das. Die Lampe sieht aber cool aus, so eine Kugel. Hier haben wir noch so einen französischen Balkon wieder.
Zack. Oh, wie smooth habe ich das gerade aufgemacht, Digga. First try. Da sehen wir direkt ein Graffiti aus dem Fenster. Und ja, das ist hier die Aussicht. Haben wir hier einen fetten Spiegel, Leute. Den grauen Jogginganzug von Elevate auch wieder am Start. Und dann haben wir hier noch eine Minibar. Zack, haben wir ein paar Getränke, Wasser, wichtig und richtig. Hier können wir noch Tee kochen. Ein paar Nüsse, noch ein paar Snacks. Und Badezimmer. Ui. Ist echt super. In H-Hotel macht man nie was falsch. Da bin ich auch sehr oft in der Hotelkette in Barcelona. So, let's go. Maintenant nous allons au Vieux Port. Jetzt gehen wir zum alten Hafen. Hier sieht's ja richtig chillig aus, Freunde. Hier ist auch so ein typisches französisches Café. Geiles Gebäude auch. Ich glaube, die Promenade ist da und da, Digga. Da oben ist auch noch so eine Kathedrale auf dem Berg. Sieht auch sehr entspannt aus. Das gibt mir hier solche Nizza-Vibes. Boah, es riecht auch so geil nach Fisch hier. Ich mag irgendwie diesen Fischmeeresgeruch, keine Ahnung. Die Möwen lassen sich's ja auch gut gehen. Ja, komm her, Brudi. Schießt Messi ein Tor heute. Meinetwegen soll heute Marseille 2-1 oder so gewinnen und Leo schießt ein Tor. Wäre natürlich halt richtig geil für die Atmosphäre und für die Stimmung im Stadion, wenn wir das erleben. Excuse-moi. Je fais vite de YouTube. Can I ask you for your prediction pour le match? Oui? 3-0 pour Marseille. 3-0! Oui. Et tu? 2-1. 2-0. 3, allez, on va être 3. Ok, yeah. Et vous, vous dites quoi? 2-1 pour Marseille. Okay? Ja, nee, sie sagen 3-0 sogar. Ja, das wäre krass. Was geht denn bei ihm ab? Mundharmonika Techno, habe ich auch noch nie gehört. Zieh dich mal diese Decke rein. Einfach ein riesen fetter Spiegel. Da bin ich, Leute. Inception, hallo. Simon! Ja. Wir spazieren jetzt noch ein bisschen hier an der Promenade entlang, suchen irgendwo ein leckeres Café oder so. Mit so einem alten Fischerboot aber hier so entlang zu düsen und ein bisschen zu angeln, da würde ich mich auch sehen, Leute. Das letzte Mal, als wir quasi nicht zusammen, aber da haben wir uns gesehen nach dem Spiel, war beim Champions-League-Finale im Stade de France. Und ja, nachdem wir aus dem Stall los sind, war so ein paar von dir einfach weg. Ich war komplett gestrandet, das war bodenlos. Muss man auch sehr aufpassen, ne? Aber Bro, du bist heute mit mir, keine Sorge. Jungs, es gibt hier Milchshakes und Krebs. Was ist denn da? So ein Big Tasty geht's da lang. Oh Bro, das Gebäude hat wahrscheinlich auch noch gestern gebrannt. Nein, Spaß, Leute. Also bisher merkt man gar nichts von der Kriminalität. Aber wir sind natürlich hier auch gerade am helllichsten Tag unterwegs. Und ja, im Strandzentrum natürlich ist ja eigentlich alles hier sehr, sehr safe. Also bisher super Eindruck, was da. So ein Flair mag ich auch sehr gerne, Freunde. Das ist der Eingang zu so einem Theaterhaus oder wo so Comedy-Veranstaltungen sind. Dort ganz hinten. Simon tritt heute da auf. Geil. Bevor es eine geile Geschmacksprobe gibt, Fun Fact, Olympique de Marseille wurde im gleichen Jahr gewonnen wie der FC Barcelona, 1890. Und Simon hat mir verraten, es ist der einzige Verein in Frankreich, der in der Geschichte die Champions League gewinnen konnte. Deswegen machen die auch immer so Auge, damit PSG immer choked in der UCL, ne? Simon, magst du nicht füttern, Digga? Ja, komm. Alles rein. Okay, 1 bis 10. Gieß. Bis 10 auf Französisch. Ja? Warte. Nein. Erst Nee. Und so. Das war am Rand. Rand war nicht so. Nee, jetzt ernsthaft, ist nicht so gut. Der ist auch ziemlich kalt, also vielleicht eine 5 von 10. Frag ehrlich. Nee, ist nicht so krass. Boah, Leute, guckt euch mal diesen Sonnenuntergang an. Beste Zeit, auch da sieht es richtig schön aus. Wir laufen jetzt schon langsam Richtung Stadion, davor gehen wir jetzt noch schnell etwas essen. Paris Auswärtsfans sind absolut strikt verboten, schon seit längerer Zeit. Also nicht ein einziger PSG-Fan werden wir heute sehen. Uns wurde diese Pizzeria hier empfohlen. Was ist denn das hier an der Auswand? Aha. Wolltest du, oh Digga, schau mal den Holzofen an. Lass hier hin. Sieht Armageddon aus. Wenn es drauf ankommt, zeigen die Bayern einfach mal wieder ihre Stärke im Topspiel. 3-0 zur Halbzeit. Jojojo. So, Maschallah, Leute. Das ist hier anscheinend eine echt berühmte Kette auch in Frankreich. Ich muss den Teig einmal kosten. Merci. Alles was? Ist okay, Bro. Ist okay. Also jetzt nicht normale Pizza, gell? Ja. 6 bis 7, Leute, würde ich sagen. In 2 Stunden geht das Spiel los und hier ist jetzt schon Autokorso. Ja, Mann. Momo! Fragen wir mal den Taxifahrer nach seiner Prediction. Habibi, Prediction pour le match? Prediction? Oui. J'ai dit 2-0, 2-1, 2-1. 2-1, ok. 2-1 pour Marseille. Mais le but pour PSG fait Messi, oui?
Messi, no, Kilian, yes. Oh. Er sagt, Messi darf gar kommen, mal, ja. Aber Kilian darf. Hey, was ist das denn? Aber er hat uns gerade eben schon verraten, dass die Mbappé hier respektieren in der Stadt. So Leute, wir mussten jetzt hier mitten auf der Straße schon aussteigen. Die restlichen Meter laufen wir zum Stadion. Da hinten blinkt schon. So, uns wurde gesagt, jetzt hier sind überall schon Ultras, Freunde. Wir müssen jetzt ein bisschen hier aufpassen mit Filmen. Ne? Ist kein Spaß mehr. Da hinten sehe ich doch schon was. Da gehen schon die ersten Pyros hoch und rauchen alles. Jungs, ey, lass mich nicht alleine. Simon. Alter, Leute, nee, lass mich alleine, Digga. Schnell rüber. Ah! Ey, was lasst ihr mich alleine am Evakuum, Alter? Ihr Wichser! Es kommen gleich noch zwei Kollegen von Kolasinac, die sind auch hier in der Szene, Freunde, die bringen uns die Tickets. Und dann, ja, die kennen sich halt extrem gut aus. Ui, da kommen schon voll viele Sonnenbrille auf und wollen unentdeckt bleiben. Simon, Digga, warum war die Kamera nicht so auffällig? Ey, bitte lass uns mal zusammenbleiben, ne, jetzt ohne Scheiß. Ich hab keinen Spaß hier, ich hab keinen Bock hier auf Stress, Digga. Ich bin hier auf Undercover. Junge, okay, wir gehen da mal jetzt Richtung Action da vorne. Digga, oh, hab ich Bock, Leute. Das ist schon das Start und alles? Ah ja, dann explodiert schon. Was ist hier denn los? Junge, schau mal, Feuerwerkskörper einfach werden hochgejagt. Silvester oder was? Alter! Digga, was ist hier los, Leute? Schau mal, wie viele da schon anstehen und wollen gleich zum Stadion gehen. Boah, Bro. Alter! Digga, was ist hier? Wo hast du mich hingebracht? Ey, was ist hier los? Wie geil, da ist das Start-Velodrom, Freunde. Das erste Mal, dass ich hier bin. So ein geschichtsträchtiges Stadion. 2016 wurde es ja auch komplett erneuert, hat eine neue Fassade bekommen. Also ja, hier muss man einmal gewesen sein, Freunde. Und dann auch noch gegen PSG. Besser geht's nicht. Ah, da hält auch einer am Becker-Alo hoch. Oh. Die stinken halt immer so krass, ne? Boah, was für Aufnahmen, Leute. Wie der Rauch da so reinströmt. Da sehen wir das Stadion. Geil. Ja, da hat einer auch eine Fahne drumherum mit dem Champions-League-Pokal. Das ist natürlich extrem stolz darauf, als einziger in Frankreich den mal gewonnen zu haben. Ne? Die Fangesänge gehen hier auch schon vor dem Stadion los. Oh mein Gott, geisteskrank, Leute. Wie viele von den Pyros dabei haben. Ich hoffe, es wird sich heute niemand verletzen. Dann ist es okay. Ey, das ist wirklich unglaublich. Ich kenne das eigentlich nur aus Istanbul, Leute, als ich Gala gegen Fener war. Ich will gar nicht wissen, wenn die heute gewinnen, was dann passiert. Oh, jetzt fangen sie alle hüpfen an. Und wieder das genug. Let's go. Kommt das mir nur so vor oder ist dieses Stadion extrem hoch? Das ist ja gigantisch von außen. Also bisher ist hier wirklich nur positive Eskalation quasi, Leute. Alles noch sehr, sehr friedlich. Einfach nice. Hier ist auch direkt darunter der Fanshop. Ja, Payet, der ist natürlich gefühlt geboren extra für diese Spiele gegen PSG. Ich glaube wirklich, das ist seine Bestimmung, seine Berufung, in solchen Spielen am Start zu sein. Wenn Marseille gegen PSG gezockt hat, mussten schon sehr oft die Spiele auch abgebrochen werden. Danach gab es Bestrafungen für die Vereine, Sanktionen, Geisterspiele. Also ja, hoffen wir mal, Leute, dass das Spiel auch heute über 90 Minuten gehen wird. Die Leute erschrecken sich auch nicht, wenn hier irgendwie ein Feuerwerkskörper hochgeht. Die laufen ganz normal weiter. Das ist hier absolut Standard hier. Jetzt haben wir hier das zweite Mal nochmal durchgecheckt. Hier sind ein paar Essensstände, Freunde, aber wir haben heute ausnahmsweise mal keinen Hunger mehr im Stadion. Aber gleich der erste Blick in diese Arena. So lustig. Ey, sitzen wir so weit unten oder was? Haupttribüne? Krass. Oh, ich konnte ganz ewig schon ein bisschen reingucken. Let's go. Es ist soweit. Alter Walter. Was ist das denn für eine geisteskranke Tribüne? Nein, sitzen wir so weit unten? Mussi, was hast du für Plätze organisiert? Kolasinac, wenn du das siehst, wir küssen deine Herzen, Bruder. Alter, da wird dann Messi dribbeln gleich, Freunde. Ich glaube, das ist die Ultratribüne der Marseille-Fans. Die haben schon eine Choreo vorbereitet. Die sind natürlich auch sehr berühmt für ihre Auftritte. In einer Stunde ist circa Anpfiff und es ist jetzt schon so laut hier. Eieiei, ich habe Gänsehaut, Freunde. Auf der anderen Seite haben die auch eine orangene Choreo vorbereitet. Ey, ich bin so gespannt. Geistesgang, 10 von 10, Bro. Alter, ich kann kaum mehr abwarten, bis das Spiel losgeht. Was mich vor allem impresst, ist auch die Form vom Stadion, also vom Dach. Das sieht so geil aus. Ich hoffe, es kommt auf Kamera rüber. Toller Architekt, wirklich. Also no joke, eins der schönsten Stadien von außen, von innen, den ich jemals war, Freunde. Safe. Top 5 bei mir auf der Liste. Richtig, richtig geflasht bin ich. Oh, stabile 8. Sehr lecker. Eine Stunde vor Anpfiff und trotzdem schon so stark gefüllt das Stadion. Ja, heftig. Leute, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um die nächsten Vlogs nicht zu verpassen. Am Donnerstag gehe ich zum El Clasico nach Madrid.
heute gönnen wir uns diesen Klassiker. Wir sitzen so nah am Rasen. Ich schwör's euch, Leute, das sind nicht mal 10 Meter Luftlinie. Wenn nachher dann Messi los und dann eine Ecke ausführen wird, ey, so kranke Aufnahmen. Und jetzt passt auf, wer jetzt genau vor uns im Fernsehinterview ist. Ich hab ihn vorhin erst random in meinem Vlog erwähnt. Thierry Henry, die französische Legende, Arsenal, FC Barcelona, Champions League gewonnen. Mit Messi und Eto'o als Sturmtrio vorne drin. Alter, geil. Thierry! Es dauert noch eine Stunde, bis es losgeht. Aber es wird hier so heftig schon Gas geben. Oh, Pfiffe! Wer kommt da? Was ist hier los? Ich glaube, nur der Torwarttrainer wird so ausgepfiffen. Oh mein Gott. Bro, das war nur der Torwarttrainer. Ah, jetzt kommt Donnarumma. Jetzt wird's richtig laut. Heilige Scheiße. Was ist jetzt? Schon mal Aufstellung oder wie? Ah nein, Marseille Torwart. Okay. PSG ist gerade eben reingekommen. Ich muss hier schon wieder so schreien. Da sehe ich doch schon. Boah, da gibt's Rufe gegen Paris. Das sind keine netten Worte. Mbappé in der Startelf, Messi, Verratti, Ramos, Marquinhos. Ja, eigentlich alle, außer Neymar, der ist noch verletzt. Und jetzt kommt Marseille's Mannschaft. Ah ja, da ist er, Kolasinac. Danke, Bruni, nochmal für die Tickets. Gut. Es ist so laut. Unglaublich. Damals, 2014, bei der WM, Leute, erinnert ihr euch an das Spiel Bosnien gegen Argentinien, wo Messi so ein geiles Tor gemacht hat gegen Innenposten, wo er so reingezogen ist in die Mitte. Auch da hat schon Kolasinac als junger 20-Jähriger gegen Messi gespielt. Ey. Sprachlos. Beim ersten Spiel von Besiktas nach dem Erdbeben wurden Tausende von Kuscheltieren auf den Rasen von den Fans geworfen. Für die Kinder, die in der Region wohnen, wo das passiert ist. Auch Gänsehaut, Leute, wirklich unfassbar schöne Bilder. Morgen wird sich Leo übrigens den FIFA The Best Award abholen, den Titel als offiziellen Weltfußballer. Ey, das gibt's doch nicht. Wir können Reals Patzer gegen Atletico nicht ausnutzen. Wir verlieren gegen Almeria 1-0. Oh, ey, wenn die La Liga echt noch spannend wird, falls wir den El Clasico am 19. März verlieren sollten, dann rast ich aus. In Via Typ in Histoire. Eine Stadt, ein Club, eine Geschichte. Und die Aufstellung von Marseille. Depuis 1899, seit 1899, da war die Gründung. Oha, was haben die für eine geile Einlaufmusik? Jetzt geht die Choreo los. Heftig. OM, Olympique Marseille. Lass uns auf eine Runde. Und die Mannschaft kommt rein. Junge! Oh shit! Digga, was geht hier ab, Leute? Links, rechts, überall Explosion. Jetzt ziehen die gerade irgendeine weitere Choreo nach oben. Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, Freunde, dass ich sowas erleben darf. Ohne euch wäre das niemand möglich. Und ohne Wuppi. Messi hat auch gerade eben schon mehrere Blicke auf die Choreo geworfen. Auch ein Spieler wie ihn beeindruckt das, glaube ich, trotzdem jedes Mal aufs Neue. Snart Velodrom. Da noch ein kleines Detail. Geil, geil, geil. Ja, jetzt geht's langsam los mit dem Pfiff. Oh ja, hier ist wirklich Galatasaray-Feeling. Und los. Die Frage wird heute sein, zieht PSG in der Tabelle nach vorne oder wird es nochmal richtig eng in der Liga? Das sind aber mit Abstand die engsten Plätze, die ich jemals hatte. Guck mal, ich muss so sitzen. Messi ist erster Ballkontakt. Auf ein Papier. Oh Freunde, wir sind so nah dran. Ich hoffe, es kommt auf Handy so rüber. Oh, kein Abseits, kein Abseits. Kylian Mbappé gegen zwei. Oh, abgefälscht. Ecke. Wir können ihm fast ins Gesicht gucken. Er ist direkt vor uns. Da kommen die Polizisten mit den Einsatzschildern. Die ihn beschützen. Schau mal, schau mal, schau mal. Die werfen schon Sachen da. Los auf ihn. Da ist Leo! Jetzt ist er da! Rot ausgeführt! Oh, Leute, ich hab, mein Herz hat angefangen, so krass zu schlagen, Digga!
wenn Messi so nah an uns dran ist, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört, aber die Pfiffe sind einfach extrem laut. So, jetzt wird auch Messi auf der anderen Seite von Polizisten beschützt. Da werden die ersten Sachen wieder geworfen. Komm Leo, lass uns diesen Einträchtigen hier vorne. Konzentrier dich. Und zack. Oh, gefährlich. Ecke Marseille, keiner sitzt mehr. Alle stehen. Mit der Flanke. Oh, oh, gefährlich. Wird geklärt. Hey! Oh. Kurz vergessen, dass ich hier im Marseille-Block sitze. Messi wird gefault. Ich muss mich jetzt zusammenreißen, Leute. Oh mein Gott! Oh, im letzten Moment klärt er. Ich glaube, Kimpembe war es mit den Grätschen oder nur noch Mendes. Oh, Messi. Tolles Dribbling auf Mbappé. Mbappé! 1-0. Messi ist es. 1-0 PSG. Was ein Antritt. Ja, und da ist der Jubel von Kylian Mbappé. Leo, der Erste, dem gratuliert. 1-0 für Paris, Leute. So schnell kann es gehen. Davor war es echt eine komplett ausgeglichene Partie. Marseille hat es super gemacht. Was willst du dagegen machen? PSG konnte der ist kaum zwei Spieler besser Spiel spielen. Tolles Tor! Toll gespielt! Geiler Abschluss. Kylian Mbappé. Mehr muss man nicht sagen. 25 Minuten gespielt. Oh oh. Hat? Nee, nee, nee. Was? Tor oder was? Nee, ich glaube, das wurde abgepfiffen. Oh, Mbappé wieder auf und davon. Oh, nee. Ja. Oh, oh mein Gott. Da werden Sachen geworfen. Schau mal, du musst wieder die Spieler beschützen. Wir müssen mit dem Schönen stehen. Leo, ich liebe dich. Das ist zu viel Qualität, ohne Scheiße. Da, der Jubel von ihm. Oh, ich darf mich nicht so laut nicht freuen, Digga. Ich bin ohne mal happy gerade. Messi trifft, Freunde. Schon zwei Scorer für ihn und für Kylian jeweils. Wenn Marseille 2-0 hinten liegt, Freunde, ist das Ausschreitungspotenzial natürlich umso höher. Ich hoffe, die Fans bleiben friedlich. Bisher alles wirklich cool. Aber es war auch wirklich toll gespielt wieder. Auch der Laufweg von Kylian davor, wie Messi dann Mitte zieht, Fuß reingehalten. Wirklich perfekt. So einfach geht Fußball. Es ist das erste Mal etwas ruhiger im Stadion. Oh, schöner Pass durch die Beine. Nur noch Mendes geht. Boah, was hat der für einen Antritt? Oh, oh, Messi. Oh, oh mein Gott. Wie kann er den drüber nehmen? Leo, das muss ein Doppelpack sein. Das weiß er auch selber. Wieder Leo. Sieht alle auf sich. Was? Oh, Digga, ich hab's nicht gesehen. Oh, viel bessere Freistoßposition gibt's eigentlich nicht. Oh, Donnarumma fischt den über die Latte. Starke Parade. Jetzt gegen Ende wachen die Fans nochmal auf. Es ist Halbzeit in Marseille. Mir fällt heute wirklich extrem auf, dass PSG endlich mal wieder wie eine Einheit spielt. Messi und Mbappé verschieden, laufen an, gegen den Ball machen sie viel. Und dann spielen sie eigentlich auch mal wieder besser, ne? Der Thierry auch wieder. Mit der Halbzeitanalyse wird stolz sein auf seinen guten Freund Leo. Das Spiel hat wieder begonnen. Und ich glaube, ich bin Safe Call von den 66.000 Zuschauern. Der Einzige, der ein Tattoo von Messi hier hat. Und sogar zwei. Jetzt sitzen wir richtig nah an Sergio Ramos. Da ist er, die Real-Legende. Auch aktuell eigentlich nicht schlecht in Form der PSG. Macht auch ein gutes Spiel, Leute. Tor 2! Oh! Beste Aktion von Alexis. Auch leere Tor verfehlt, aber trotzdem echt stark gemacht. Und Luma hat sich verschätzt beim Rauslaufen. Junge, 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 jetzt hat Mbappé Platz. Leo mit. Chipball auf Mbappé. Volley. Heilige Scheiße, was ein Traumtor. Ich glaube es nicht. Was war das für ein Assist? Was war das für ein Abschluss? Von vorne bis hinten absolute, nicht nur Weltklasse, sondern Weltspitze. 3-0 Paris und das ist komplett verdient. Leute, auch die Marseille-Ultras, fast komplett leise, nur da oben. Vielleicht 100 Leute noch gefühlt, ein bisschen am Schreien, aber sonst ist hier Ruhe im Stade Vélodrome. Nur noch da an der Ecke ein bisschen. Ansonsten, ja, alle gerade. Stunde. Wenn sie so spielen, Leute, vielleicht ist sogar noch was drin, der Champions League gegen Bayern. Über eine Stunde noch zu gehen. Ich glaube, es werden noch Tore fallen. Einfach nur zwei Namen, ob Vorarbeit oder Tor, nur die beiden.
kommt. Oh, Donnarumma! Was? Er hat ihn. Vor der Linie, schau mal. Was war das wieder für eine Glanzparade vom Italiener? Mbappé. Zurück auf Messi. Oh mein Gott. Nee, also wenn das auch noch geklappt hätte. Das war echt einer zu viel. Jetzt hat man nochmal die Heimfans. Aber kein Problem, den festzuhalten. Donnarumma, Messi bietet sich an. Ui, krass, Alter, jetzt geht's doch nochmal richtig los. Holy moly. Bei 3-0 Rückstand, Freunde. Wirklich Respekt an diese Fans. Es gibt heute auch keine Ausschaltungen, keine Verletzte. Ich will mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn das Ergebnis andersrum stehen würde. Der ganze Rauch zieht aufs Spielfeld. Man erkennt da teilweise wieder gar nicht die Fans da ganz hinten. Oh! Nein, ey! Wenn wir jetzt hier einen Ballrückzieher-Tor gesehen hätten, meine Fresse. Die Kurve da drüben, alle holen nochmal ihre blau-weißen Fahnen raus. In den Schlussminuten. Sehr, sehr. Das Spiel ist zu Ende. Leo und Mbappé gehen in Richtung Kabine. Mit Abstand die besten zwei auf dem Platz. Die Ultras vom PSG halten alle nochmal ihre Schale nach oben. Da geht nochmal ein Pyro hoch. Aber sonst alles auch nach Abpfiff, Leute. Friedlich, keine Eskalation. Und es war ein unfassbar geiler Tag. Die Mannschaft dreht nochmal eine Runde ums Stadion. Holt sich den Applaus ab. Die Kurve, Freunde. Macht immer noch weiter. Auf Thierry sagen wir nochmal Tschüss. Hau rein, Brudi. Ciao. Was ein geiles Stadionerlebnis. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Und ja, ich hoffe, ihr Tag werden wir wieder ganz immer super. Schaut euch auf seinen Vlog an. Link unten in der Beschreibung. Haut rein, Freunde.